Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play The Senate, ein SMW-Hack. Und nachdem ich endlich einen Keks gegessen habe und wir in der letzten Folge diesen Dreckstempel hinter uns gelassen haben, können wir jetzt endlich weitergehen in Plum Desert 4. Ich würde mich jetzt wirklich mal freuen, langsam mal ein Cape zu kriegen, weil... Och ja, super. Geil. Aber sehr schön. New Super Mario Brothers Graphics. Das ist doch geil. Also... Jetzt, glaube ich, kommen wir wieder zu einem der schöneren Aspekte dieses Spiels. Haha, fail. Super, geil. Ich würde ja am liebsten mal so eine Shell mitnehmen. Nur mal in diesen Tempel. Wow, Gott sei Dank hatte ich die Shell gehabt. Ah, Hilfe. Wieso kriege ich nur eine Feuerblume? Ich will eine verdammte Feder haben. Geh weg. Viele Röhren. Aha. Oh, ein Bonusraum. Das ist cool. Warum ist der eine hier schon verbraucht oder schon angehauen? Muss ich das verstehen? Ah, okay. Gut, dann gehen wir hier wieder raus. Müssen wir jetzt wirklich hier warten, bis diese scheiß Koopas kommen, oder was? Ah, fuck. Ach, verdammt. Ach, da ist ein Trampolin. Sag mir doch mal einer, dass da ein Trampolin ist. So. So. Ja, das ist... Muffys Genius Life. Gib mir doch einfach eine Feder. Es ist doch nicht so schwer. Super. Da-dam. Oh, Glück gehabt. Haben wir das Ziel mal langsam erreicht? Ah, das ist das Ziel. Sehr schön. Da-da-da-da-da-da-da-da. Plum Desert 5. Und da sind wir wieder. Entschuldigt bitte, Freunde, den kurzen Cut. Da musste ich kurz was rausschneiden. Also, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt hier in Plum Desert 5. Wo kenne ich... Ich bin gerade am überlegen, wo ich die Musik herkenne. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Na, das ist doch erstmal richtig mies, ey. Diese Pokies machen es auch nicht einfacher. Also... Definitiv, es hat was mit Wasser zu tun, ja.
Ich hab's schon verstanden. So. Ich denke an dort. Och, komm schon. Ernsthaft. Also, das hättest du wirklich besser machen können. Wirklich. Also, das sieht nicht gut aus. Also, da bin ich jetzt wirklich enttäuscht. Also, es gibt anscheinend wirklich keinen perfekten Hack. Ich meine, zugegeben, dieser Hack hat mich ja in diesem verdammten Tempel ja ganz schön viel Nerven gekostet. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass ich eine Shell hatte. Wow. Ach ja, komm! Der eine Pixel da! Ich bitte dich! Na. Och, wie ey, das ist doch scheiße, ich will... Dieses Spiel ist wirklich darauf ausgelegt, dass ich kein Cape krieg. Ich will ein Cape. Bitte gebt mir eins. Na egal. Machen wir nur die 17. Ich wollte ja eigentlich die 50, aber egal. Flaming Bones. Okay. Important. Any Mario spotted should be reported to Patroclus immediately. Attacking him would be great too. Aha. Oh Leute, gebt mir doch bitte einfach eine Feder. Mehr will ich doch gar nicht. Oh, das war ja geil. Also müssen wir mal so Steine ausschalten, die so leicht gebrochen sind. Ach, verdammt. Hallo, ich will da rein. Oder auch nicht. Oh! Puh. Ah, da ist schon der Halfway Point, das ist ja cool. Gebt mir doch bitte einfach nur eine Feder, Leute. Ah! Verdammt! Na, dann versuchen wir es nochmal. Wir haben ja Midway Point gespeichert, also von daher ist das Ganze ja nicht mal so schlimm. Ich sollte was trinken. Ah, Pilz, komm her. Ach ja. Ach, ich hatte doch einen Pilz. Oh, ach. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt hier ist. Da oben ist nämlich irgendwas. Ah! Nein, 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 nein! Versuchen wir es nochmal. Da oben ist irgendein Bonus. Dieser Scheiß. Ja, ich will da oben. Ich will wissen, was hier ist. Was ist das hier? Ah, ein One-Up. Okay, und ich denke mal, wenn ich jetzt da unten lang gegangen wäre, dann hätte ich das... Okay, bin ich jetzt hier eigentlich richtig? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wow, ich habe jetzt gerade ganze... Nee. Also irgendwas musste ich machen. Also ich habe irgendwas falsch gemacht. So, dann versuchen wir das jetzt nochmal.
Ich meine, so an und für sich ist das ja ein wirklich schön gemachter Hack. Aber es gibt da solche Passagen, wo ich mich dann einfach wirklich nur noch ärgere, dass ich diesen Sprung jetzt nicht geschafft habe. So, wie ich mir schon dachte. So. Also, es geht ja nur nach oben. Es geht ja nur nach oben, hä? Was? Ugh, I knew those idiots would only attack you instead of informing me. But with my two heads, I'll be two times as strong. Haha. Scheiße. Shit. Hä? Wie soll ich denn... Wut? Wie soll das gehen? Ja, jetzt ist die... So, die große Preisfrage, die ich mir jetzt gerade stelle. Wie soll ich den besiegen? Ich habe keine Ahnung, wie ich den besiegen soll. Ach ja, geil. Wow, das war knapp. Die habe ich gar nicht gesehen. Ich verstehe nicht, wie ich den besiegen soll. Jetzt auf einmal geht die Scheißtür. Aha. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Ja! Puh, wieso heiße ich Nero auf einmal? Kann mir das mal einer erklären, warum ich jetzt auf einmal Nero heiße? So hieß doch der Boss, glaube ich, oder? Also dieser zweiköpfige Bone Cooper. Ach, verdammt! Meine Güte! So. Ja. So an sich ist das ja ein relativ einfacher Gegner. Was? The two-headed Patroclus is no more. Is no more. And so is his how. Ich kann nicht mehr lesen. And so is his hot empire around it. Mario now heads to the cherry caves. New lands also mean new enemies. You better watch your back, Mario. Ah ja, dann. Hey, geschafft. Also das Spiel ist manchmal verbuggt. Oder mein Controller will mich trollen. Ich glaube, der hat das letzte hart aufschlagen nicht so gut überstanden. Cherry Caves. Gut, aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Also Freunde, macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.